Und damit willkommen zurück zu einem neuen Part der The Legend of Zelda mit dem Zwergenfürst. Ja, reden wir mal zu denen. Ja, das haben wir glaube ich im letzten Part schon gemacht, am Ende des letzten Parts. Aber heute geht's hier weiter. Und wann auch immer ich das gemacht habe. Oh ja, das war vielleicht böse. Finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Okay, die haben uns irgendwie einen Tipp gegeben. Irgendwo müssen wir hin. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Schild. Hey, du da, es ist etwas ganz Schlimmes geschehen. Ja, ganz schlimm. Finde besser selbst heraus, was geschehen ist. Ja, aber wo denn? Hier vielleicht. Eine Dorfbücherei. Das sieht nicht danach aus. Katrin Kokonent. Hier findest du die Namen verschiedener Orte. Möchtest du die Karte sehen? Warum nicht? Okay, hier haben wir einen kleinen Spoiler. Die Vorzüge der Teleporter, das Buch lesen. Auf Kokonent gibt es einige Teleporter. Um von einem Teleporter zum anderen zu gelangen, musst du dich darauf stellen. Du kannst nur Teleporter benutzen, auf die du dich schon mal gestellt hast. Wie die Attacke fliegenden Pokémon. Okay, ja, wir sollten es jetzt vielleicht hier erstmal abfrühstücken, bevor wir weitergehen, wenn wir schon mal hier sind. Ich wollte sagen, kommen wir später nochmal wieder, aber gut. Bombenstimmung in jeder Lebenslage. Das Buch lesen? Auf jeden Fall. Nachdem du eine Bombe hingelegt hast, kannst du sie wieder aufheben, wenn du A erneut drückst. Um sie jetzt zu werfen, musst du ein weiteres Mal A drücken. Schon gewusst? Nicht wirklich. Wie man ein Item aus dem Menü wählt. Das Buch lesen. Drücke Plus, um das Inventar zu öffnen. Wähle dann das Item aus und lege es auf X oder Y. Man kann auch andere Dinge als mit dem Schwert kämpfen. Probier es aus. Irgendwann werden wir eine lange Wurst kriegen, dann werden wir mit der Wurst kämpfen. Auf jeden Fall. Karten und Erinnerungen. Das Buch lesen. Ja. Drücke Minus, um die Karte der Insel anzusehen. Mit Hilfe von... Jetzt habe ich leider überblättert. Möchtest du dir einen Ort später merken, drücke A, um ihn mit einem Pin zu markieren. Drücke X, um die Erinnerung auf der Unterhaltung oder Unterhaltung nach noch einmal anzusehen. Ich kann halt auch nicht mehr lesen. Das ist in der Bücherei genau richtig. Und ich nicht mehr lesen kann. Ach, das ist wirklich praktisch. Drei Bücher haben wir hier noch. Das Geheimnis der Wirbelattacke. Das Buch lesen. Ja, wir belesen uns heute hier mal, was dort im Dorf vor sich geht. Das ist jetzt zweitrangig. Das lassen wir einfach häufig da. Nur die Ruhe. Hält ja nicht. Schon seit Generationen ist die Familie des Helden mit dieser Technik vertraut. Halte B gedrückt, um das Schwert zum Linken. Halte B gedrückt, bis das Schwert zum Linken beginnt. Lass den Knopf los, um dann mit dem Schwert zu wirbeln. So ungefähr. Einsatz des Schildes für Fortgeschrittene. Das Buch lesen. Jo. Hältst du R gedrückt, kannst du dich von gegnerischen Angriffen schützen. Manche Monster sogar wegstoßen. Den Schild gibt es auch als Sondermodell, Spiegelschild, der Fernangriff reflektieren kann. Es ist ein bisschen zu fortgeschritten, würde ich sagen. Bah. Er hat gerade was zwischen den Zähnen, was irgendwie... Die dunklen Geheimnisse von Kokolint, das Buch lesen, wirklich? Was ist das? Tja, ohne die magische Lupe wirst du kleine Lettern in diesem Buch nicht lesen können. Vielleicht hilft es, wenn du ein paar Leute unter die Lupe nimmst. Das ist ein Regal, sehe ich selbst. Was? Das hast du auch gewusst? Na gut. Oh, Schreck, ein Regal. Das ist ein Regal. Was? Das hast du auch schon gewusst? Na gut. Da liegt ein Buch oben.
Das ist ein Regal. Was? Das hast du auch schon gewusst? Na gut. Das ist ein Regal. Was? Das hast du auch schon gewusst? Na gut. Das ist eine Topfpflanze. Ja gut, lassen wir es hier mal für den Moment gut sein. So, was gibt es hier zu entdecken? Oh, hier ist was passiert. Es ist tatsächlich, sie haben einen Komet entführt. Die Moblins. Warum hilft denn keiner meinem kleinen Komet? Komet heißt er. Dein Moblin heißt Komet. Ach, das war der Kettenhund, den du hier angekettet hattest. Natürlich lässt die Batterienleistung nach. Mit aufgeladener Konsole und Kamera auf einmal. Das wäre zu viel des Guten. Kleff, kleff. Aha, ich untersuche hier mal so ein bisschen. Ich versuche hier Hinweise zu finden. Ist das eine Halterung für etwas? Es steht Schnippchen drauf. Aha. So viel dazu. Okay, und die Moblins haben also dein Haustier geklaut. Oha. Der Hund greift uns an, der Fuchs. Mist, jetzt haben wir uns mit den Falschen angelegt. Aber warum? Was haben wir denn hier? Wenn du etwas in der Krankenminate, in der Preiszone beförderst, gehört es dir. Und wir versuchen die ganze Zeit, diese Yoshi-Puppe für unsere Mama zu gewinnen. Ach so, ja, das ist so ein Gewinnspiel. Natürlich, jetzt habe ich der Pulver verbraucht. Verbraucht dieses Glitzerpulver. Ah, okay, Yoshi-Pulver-Puppe kann man ja gewinnen. Wunderkran. Ein Spiel, 10 Rubine. Na dann, auf geht's. Wenn du den Knöpfen bewegst, den Kran. Der Rest ist Timing. Stell dich an die Knöpfe und viel Erfolg. Wir machen hier Gewinnspiele, wir lesen noch in der Bücherei, das ist. Die Probleme, die es hier gibt, scheinen uns nicht zu interessieren. Ach so, wird gesteuert. Nein. Das war wohl nix. Einsatz mit X. Yoshi-Puppe verfehlt. Das kriegen wir doch hier wohl hin. Yoshi-Puppe holen wir uns. Noch ein Spiel. Wir können einmal nach vorne und einmal nach links. Das könnte fast klappen. Aber nur fast. Oh. Na. Es liegt doch schon drauf. Na komm. Das war noch, das haben wir doch, das ist doch. Noch ein Spiel, ja komm. Wir holen uns die Yoshi-Puppe für 30 Rubine. Das wird ja nix. In die Nase greifen. Ja, so viel dazu. Der liegt doch schon auf dem Band. Was ist denn hier? 40 Münzen für eine Yoshi-Puppe. Ich weiß nicht, ob die so viel wert ist. Na gut. Viel Glück. Also jetzt. Ah, nach rechts. So. Und jetzt. Ein Stückchen. So. Na komm. Greifhaken. Und bitte was? Ach, du willst mich doch verarschen. Ich hole mir jetzt das Herz. Noch ein Spiel. Ich versuche mir jetzt hier dieses Herz zu holen. Ah, nach rechts. Stopp. Und hier. Sehr gut. Das kriegen wir doch bestimmt. Dass wir ein bisschen Erfolg hier haben. Na komm. Ach Mann. Feiern gelassen auf dem Weg. Das ist ja hin. Die Greifhakenspieler sind, die sind ja auch. Kannst du pleite werden dabei. Ich versuche jetzt Yoshi-Puppe zu kriegen.
Und jetzt und so. Na komm, das muss doch jetzt doch direkt drüber. Na komm, das muss doch jetzt. Ja, sehr gut. Der Spupp ist meins. Jetzt versuchen wir uns noch das Herz zu holen. Wir geben unser ganzes Geld aus. Aber gut. Wir müssen nach hinten oder was? Ach, verdammt. Oh, das könnte gut sein. Ach, Mist. Ja gut, lass mal's gut sein, lass mal's gut sein. Und wenn wir noch das Schild, erhaschen. Das könnte schwierig sein. Wir versuchen noch einmal. Einmal können wir es noch versuchen. Versuch mich mit dem Glücksspiel. Es bewegt sich. Nach hinten, das heißt. Wenn es vorne ist, sollten wir mal losstarten. Und jetzt. Na komm. Ach komm. Ja, das war ja irgendwie klar, dass der zu lange braucht. Das ist wirklich Glück. Also wenn du das um das Schild zu bekommen, da brauchst du schon ein bisschen mehr. Du brauchst ein bisschen mehr Glück. Ja gut, lassen wir es jetzt sein. Nicht spülsichtig werden. Yoshi-Puppe nehme ich mit. Nice. Oh, du hast eine Yoshi-Puppe bekommen. Endlich, du liebst Yoshi. Ach ja, so würde ich es jetzt auch nicht ausdrücken. Ui, du hast dir die Yoshi-Puppe geholt. Das haben wir schon eine Ewigkeit versucht. Unsere Mama will unbedingt so eine haben. Und wo ist denn deine Mama? Ach, ich hätte mit Pulver. Jetzt habe ich auf Y gelegt und wenn ich dann Y benutze. Das ist eure Mama. Das ist das, die haben einen Komet entführt. Moblins. Und wo finde ich diese Moblins? Sprintknopf habe ich auch noch nicht gefunden. Hallo Zwergi, Taryn ist zu Hause und schläft. Dabei scheint draußen doch die Sonne. Ich könnte das nicht. Ich singe lieber und zwar die Ballade von Windfisch. Ja schön, ich glaube, das hatten wir schon mal im ersten oder im zweiten Part. Wir müssen die Moblins finden, wo auch immer die sich aufhalten. Hat da jemand einen Hinweis für uns? Hey du, was hältst du eigentlich von Marien? Ich verstehe, es geht mich nichts an. Okay. Irgendein Hinweis auf Moblins? Hier irgendwo? Ich komme von selbst nicht ganz drauf. Ja, okay, mit denen haben wir, glaube ich, schon mal geredet. Wir sind in Part 1, glaube ich, durch das ganze Dorf durchgegangen und haben mit jedem geredet. Also, so ist es nicht. Hier ruht der fliegende Gockel. The Legend of Zelda, A Link Between Worlds, konnte man bei solchen Statuen abspeichern, bei solchen Vogelstatuen. Wenn ich mich richtig erinnere, hier nicht. Hier muss man es im Menü machen. So, wo ist denn jetzt hier das Problem? Es ist was ganz Schlimmes geschehen, das haben wir schon gehört. Finden wir selber heraus, was passiert ist. Ja, aber wie kommen wir jetzt hier? Jetzt kommen wir zu den Moblins. Vielleicht am Strand mal gehen, vielleicht gibt's dort mehr Informationen. An den Strand. Moblins. Wo finden wir denn hier Moblins? Du hast einen Teil der Macht erhalten, du spürst die Energie. Okay, ich habe jetzt mehr Energie. Ich kann jetzt Gegner effektiver bekämpfen. Ja, ich habe den Rubin liegen gelassen. Bewusst. Wo sind denn jetzt hier Moblins? Ein böser Affe. Schießt er mit Nüssen.
Verdammt, ich kann noch nicht heben. So, was ist denn hier los? Moblins. Okay, das sah so aus, als hätten wir da an der Wand irgendwas ziehen können oder so. Hier ist ein Haus. Waren wir da schon mal drin? Ich fürchte ja. Willkommen im Bananenhimmel. Ich bin Erwin. Nebenbei sammle ich Dosenfutter. Na Gott. Naja, ein seltsames Hobby, stimmt. Aber mein Bruder sammelt alte Zahnbürste. Das liegt wohl an den Genen. Das Krokodil mit der Zahnbürste. Ist der nicht Putzi? Habe ich das falsch in Erinnerung? Gab's doch dieses... Das Maskottchen für eine Zahnpasta. Die Putzi-Zahnpasta. Ah, so kann ich es auch besiegen. So, wie kommen wir jetzt zu den Moblins? Gibt es hier irgendwie Hinweise, wo die mit dem Haustier der Bewohnerin, der einen Madame, abgehauen sind? Wo habt ihr das Haustier hin versteckt? Und wo sind die Moblins? Ich finde sie und werde das Haustier zurückbringen. So war ich Link der Held bin, dann würde ich das tun. Ja, sie ist in Panik wegen ihres Haustieres. In den Wald müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal rein, oder? Irgendein Hinweis hier. Kreisch ist ein 60-Samen Komet entführt. Komet, aha, Moblins. Moblins Komet. Ja, wohin haben sie ihn denn entführt? Gibt es da irgendwie ein Indiz oder so? Irgendwas, was man da irgendwie... wo man was vermuten könnte? Hier fallen wir nur runter. Da will uns keiner weiterhelfen. Wir schauen uns bei den Häusern um. Ist das unser eigenes Haus hier? Karin schläft hier. Ruft nach Ria. Ruf doch Ulrira an, wenn du eine Frage hast. Ganz genau. Ratzepü. Okay, die können wir noch nicht anheben. Wer ist denn Ulrira? Ich kann dir uns weiterhelfen. Tranische Musik. Wer sind denn überhaupt diese Moblins? Telefon. Tut. Ja, hier ist Ulrira. Die meisten Moblins leben im Zauberwald, aber einige leben in der Höhle, in den Taltalhöhlen. War es das, was du wissen wolltest? Du. Irgendwelche Höhlen. Wie Talhöhlen oder sowas. Okay, also erstmal in den Wald oder was? So verstehe ich das hier. Scheint unser erster Hinweis zu sein, dass wir hier mal in den Wald gehen, Zauberwald gehen und dann mal die Moblins aufsuchen. Die meisten leben aber in dieser Höhle. In dieser Höhle. Das ist irgendwie so eine Gebirgskette oder so. Aber erstmal sollen wir wohl hier Ausschau halten, weil es auch ein paar gibt. Ja, hier waren Part 2 mit dem Kollegen Tarin, der sich in einem Waschbär oder nee, ja irgendwie ein Faultier verwandelt hat. Nee, Faultier war es nicht, Waschbär war es, glaube ich. Wenn ich das nicht komplett falsch sehe. Schleimsumpf. Da sind wir falsch. Ach, wir können auch jetzt hier rüber, oder?
Irgendwie konnten wir doch darüber springen. Habe ich das da falsch verstanden? Mit einem Huhn konnten wir da drüber springen. Brauchen einen Huhn. Aber damit X. So geht's auch. Ein kleines Häuschen. Was geht hier vor sich? Dr. White. Hallo, mein Name ist Dr. White. Ich schreibe gerne Briefe. Leider antwortet nie jemand. Wenn du sie nicht verschickst. Ach, ich rate es. Ich will mal mit meinem Staub. Mit dem Feenstaub hier verstreuen. Gut, der hilft uns hier momentan auch nicht weiter. Gut. Auf zu den Höhen. Das ist doch die Höhe. Können wir vielleicht die Moblins finden. Und uns den... das Haustier wieder abknüpfen. Das Haustier zurückholen. Den Komet. Ich weiß nicht, wie wir in dieser Höhle weiterkommen. Ich schaue mich hier erstmal außen drum. Gibt's nicht so viel zu sehen. X. Wir haben solche Schlangen. Schlangenmonster. Waren wir hier schon drin? Hier gibt es ein Telefon. Da kannst du den Hinweis kriegen. Ja, dass wir in diese Höhlen sollen, das ist der Hinweis. Hops. Den nochmal besiegen. Oh, Kacke. Er hat unser Schild. Ja, ich weiß. Holen uns wieder. So, dann mal hier wieder rein. Jetzt lang trödeln. Nicht trödeln. Hier gibt es einen Schatz. Ein Teil der Macht. Ja gut, leider gerade falsch. Ach, das können wir gerade nicht anheben, deshalb können wir die Kiste auch nicht öffnen. Das ist blöd. Wir können nur Puder drüber verstreuen. Ist doch was denn? Wir können hier drüber springen und hier die Kiste öffnen. Was haben wir denn hier? Rubine, 20 Rubine. Okay. Ich meine, da raus, das bringt uns nicht so viel weiter. Können wir die mal besiegen. Mit einem Schlag. Sehr gut. Und hier hoch. Ich glaube, hier kommen wir ein bisschen weiter. Tartalgebirge. Das scheint doch richtig zu sein. Musik der Fisch. Ja, Musik. Der Fisch regt sich im Ei. Du bist dort. Ha, ist die Zukunft vorausgesagt oder was? Und wo? Dann sind wir hier oben. Wie kommen wir hier weiter? Können wir nichts schieben, können wir nichts drücken. Also hier wieder runter. Wie kommen wir denn da nur hoch? Hier vielleicht mal rüber. Vielleicht können wir durch den Sumpf hier irgendwas erledigen. Fische besiegen. Bevor sie uns besiegen. Ich weiß nicht, ob wir hier nochmal an dem durchkommen. Verdammt. Schon Game Over. So sieht's aus. Game Over. Na komm, können wir vielleicht von dieser Stelle erneut starten. Sehr gut. Da ist irgendwie eine Kiste. Ich weiß noch nicht, wie ich die Blumen besiege, wie ich da durch kann. Jetzt haben wir wieder keine Energie. Hier kommen wir auch nicht lang. Das können wir auch nicht heben. Tja. Also. Möglichst ohne getroffen zu werden, hier wieder zurück. Ja, das ist schlecht.
Ich denke, die Pflanze können wir irgendwann mit Feuer. Irgendwann kriegen wir eine Feuerfähigkeit und dann können wir da weiter. Also ich gehe wieder zurück. So. Am besten ohne, ja, ohne getroffen zu werden, würde ich gerade sagen. Hier kommen wir nirgendwo hoch. Na toll. Mühsam geht's hier voran. Zum Glück gibt's hier keinen Death Counter. Ist halt nur immer dieses neue Laden. Man kann auch von derselben Stelle irgendwie halbwegs neu starten. Ah, nee, den haben wir besiegt. Wenn sie aus dem Wasser kommen, können wir die Fische besiegen. Sehr gut zu wissen. So, ja. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Und was bringt es uns jetzt hier weiter zu gucken? Fliehen können wir ja nicht. Können wir unmöglich hoch. Talgebirge, da sind wir auf jeden Fall schon mal richtig. Wie kommen wir hier rüber? Tja. Hüpfen bringt es jetzt auch nicht so sehr. Da bin ich gerade ratlos. Tu mich gerade ein bisschen schwer. Hier drin waren wir schon. Da kommen wir nicht ran. Tja. Dazu so viel. Ich hätte doch wissen müssen, dass der mich angreift. Als erstes angreifen. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Ich versuche mal hier durch den Wald wieder zurück. Ich kann mal hier ein bisschen was. Können jetzt hier solche Abkürzungen nehmen. Ist ja jetzt alles möglich. Steine können wir noch nicht anheben. Mit dem Wald haben wir ja auch noch keine Moblins gefunden. Seien das sind Moblins. Tja, blöd. Okay, jetzt können wir das Herzstück sammeln. Ist nicht schlecht, das Herzteil. Im Inventar, um es aufzusammeln. Oh, okay, jetzt haben wir hier ein bisschen Karte freigeschaltet. Ein paar Hindernisse können wir jetzt nehmen, weil wir springen können. Das Inventar wollte ich. Herzstücke. Hier können wir speichern. Können wir gerade mal machen. So sieht's aus. So, Herzstück. Stand da nicht gerade das, was wir im Inventar irgendwie nehmen können? Naja. Was haben wir hier? Teilrödeln. Okay, hier kommen wir auch noch. Ach so, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Other side of life. Ein Fisch im Wind ist kein Fisch und kein Vogel. Aha, ist dann ein Fisch im Wind. Okay. Hey, was willst du hier? Jungs, wo seid ihr? Ich brauche Hilfe. Der Kollege will uns herausfordern. Seine Jungs kommen ihm aber nicht zu Hilfe. Oder doch? Wir sind von einem Dungeon drin. Na komm, mit dem Schild verteidigen. Alle auf einmal ist ein bisschen fies. So, die haben wir besiegt. Jetzt hier schon. Sieht doch schon sehr richtig aus. Taltalhöhle. Oh, ein Zwischenboss. Aha, du musst der Kopfgeldjäger sein. Die Madame Miau Miau gesandt hat, um ihren Köter zu retten. Ganz genau. Ich brauche den Köter wieder. Den Komet.
solltest erstmal dich retten. Das versuche ich ja. Wie kriegen wir den besiegt? Oh, jetzt drauf. Verdammt. Jetzt drauf. Mist, wir müssen nur ausweichen. Na komm. Der stoppt aber ziemlich schnell ab. Verdammt. Ich überlebe das ja nicht. Okay. Ja, harter Gegner ist das nicht. Man muss nur wissen, was man hier machen soll. Auf ihn draufhauen. Auf die rüber. Den Schurken auf die Gurken. Und hier. Na komm, na komm. Versohlt. Den Hintern haben wir ihn versohlt. Hier haben wir ein Item. Ach, Heilung ist das. Heilungs-Item. Und hier haben wir den Hund. Kettenhund. Wie machen wir dich jetzt wieder frei? Das Komet gerettet. Ein furchterregendes Vieh. Aha, und nun? Jetzt habe ich ihn an der Leine. Na, das ist ja super. An der Kette. Beziehungsweise an der Kette. An der Leine, beziehungsweise an der Kette. Gut, zurück hier. Der Regelweg dürfte ja nicht allzu schwer sein. Hält uns hoffentlich keiner so sehr auf. Haben wir den Kettenhund gerettet. Was macht denn hier Flap Flap? Uhu, das ist ja ein furchterflößendes Tier. Was du da mit Spidey hast. Vergiss nicht das Musikinstrument im Schleimsumpf. Aha. Wir müssen also noch eine Höhle machen. Erinnert uns gerade dran, dass dann bald der nächste Boss kommt. Hallöchen, können wir mit dir reden? Nee, können wir nicht mehr.